15 Aufnahmesessions sind vorbei. 27 Stunden habe ich schon gespielt. 100 Folgen sind dabei zusammengekommen und es ist immer noch nicht vorbei. Herzlich willkommen zurück, Freunde, bei Let's Play Gothic 3. Wir stehen hier in Morasul und wir haben das letzte Mal einen Haufen Aufträge angenommen und sind noch nicht ganz fertig mit der Stadtbesichtigung. Und wenn wir das dann weg haben, dann werden wir erstmal beginnen, Aufträge abzuarbeiten. Vornehmlich natürlich erstmal in die Arena zu gehen und das dort zu machen. Und dann werden wir mal schauen, wie es weitergeht. Aber erstmal reden wir mit Ismael, dem Stadtschmied. Ich bin Ismael, der Schmied hier. Der einzige Schmied weit und breit. Verstehe. Dann hast du wohl viel zu tun. Das kannst du glauben. Fast jeder hier trägt eine Waffe von mir. Was irgendwie logisch ist, wenn du der einzige Schmied hier bist. Wo gibt es hier was zu holen? Hast du schon in der Arena gekämpft? Felipe hat was ganz Besonderes aufgetrieben. Der nächste Champion bekommt die Mondklinge. Ist das nichts für dich? Wenn ich 10 Jahre jünger wäre, würde ich mir das nicht entgehen lassen. Wenn du noch eine Waffe brauchst, ich kann dir was verkaufen. Und wenn du wissen willst, wie du eine Klinge schmiedest, das kann ich dir auch zeigen. So alt sieht Ismael jetzt eigentlich noch gar nicht aus, finde ich. Aber naja, gut. Ist schon mal schön zu wissen, dass wir hier Waffen kaufen und selbst schmieden können. Wir schauen dann gleich mal, was man hier so alles kaufen kann. Erzähl mir mehr über die Mondklinge. Es ist eine wertvolle, alte Waffe. Sie wurde in Bensala geschmiedet. Ich würde viel dafür geben. Ach ja? Warum? Ich will sie untersuchen. Vielleicht kann ich von dieser Klinge etwas lernen. Und wie viel ist dir die Klinge wert? Sagen wir 600 Goldstücke. Finde ich ganz schön gemacht an dieser Stelle. Wir können diese Mondklinge, wenn wir sie dann haben, einerseits selbst behalten und als Waffe benutzen. Wir können sie Ismael geben, um 600 Goldstücke zu kriegen. Was meiner Meinung nach ein ganzes Stück zu wenig ist, um das wirklich akzeptabel zu machen als Auftrag, dass man das durchführen würde. Und wir können sie natürlich auch Gonzales abgeben, damit wir im Ruf hier in der Stadt steigen, damit wir ein bisschen in seiner Gunst steigen. Finde ich mal ganz nett, dass es mal hier Aufträge gibt, die sich so gegenseitig ausschließen, wo man halt so ein bisschen in Gewissenskonflikte kommt. Allerdings hätte man es etwas ausbalancierter machen müssen. Man hätte 6000 vielleicht sagen müssen. Für 6000 Goldstücke hätte das vielleicht sogar Sinn gemacht, dass man dann vielleicht überlegt, verkaufe ich die Klinge nicht vielleicht, anstatt sie Gonzales zu geben. Aber gut. Lass mich mal einen Blick auf deine Waren werfen. So, was haben wir da? Der hat überhaupt keine Schwerter, was ist das denn? Ein Erzrohling. Ist das einer der Erzrohlinge, Ich kaufe den mal. Weil es sein kann, dass das einer der Erzrohlinge ist, die in ganz Varant verteilt sind. Und da sollte man nach Möglichkeit alle in die Finger kriegen. Was ich jetzt auch mal probieren möchte ist, das wird noch nicht klappen, vermute ich, ne? Das verkaufe ich dir nicht. Ja. Erst musst du beweisen, dass du würdig bist. Ja, ist ja gut, ist ja gut. So, wir haben ja aber einen Haufen Zeug hier. Da kommen wir auch... Oh, wir haben ja schon... Was hat er? 7000 Gold. Oh ja, da können wir doch mal hier ordentlich was weggeben. So, den ganzen Mist weg. Ach komm, scheiß drauf. Ich benutze es sowieso nicht. Ogre Morgenstern, auch weg, die ganze Kacke. Die Kogge kommen weg. So, 6000. Okay, okay. Spitzhacke, bleibt einer auf jeden Fall da. Ja gut, komm, Goldausgleich, zack. Und damit hat sich das. Da hat er noch 2400, da müssen wir nicht ja betteln gehen und arm sterben. Wir könnten natürlich auch den Kram noch verkaufen, aber ich lasse es jetzt einfach mal. Ja, bleibt dabei, okay. Gut. Dann können wir nun... Was habe ich jetzt gleich nochmal gekauft? Oh scheiße, habe ich ein beschissenes Gedächtnis. Was habe ich denn gekauft? Ach, den Erzrohling, natürlich. Ach. Einmal konzentriert am Werke sein, ja, ja. So, hier hinten ist, glaube ich, keiner weiter. Nee. Und hier drüben kommen wir dahin, wo wir sowieso schon waren. Da vorne haben wir die Stadt betreten. Hier ist der Sklavenmarkt und dort vorne haben wir die Stadt betreten. Deswegen gehe ich jetzt wieder zurück. Und wir haben hier noch einen offen gehabt, glaube ich, mit dem wir reden mussten, wenn ich mich nicht irre. Ach, nicht einen, sondern ein ganzes Haus. So, nochmal kurz hier gucken. Dass wir nicht noch plötzlich doch einen übersehen. Gut. Genau, hier drüben war ich, glaube ich, schon soweit. Hier ist ja nichts, ne? Das ist ja bloß wieder so zur Deko. Genau. Und dann gibt es hier noch die Herberge.
Sklave, okay. Dann gibt es hier noch die Herberge und in die werden wir jetzt noch reingehen. Da gibt es auch noch zwei, drei Gespräche zu führen. Zwei, glaube ich. Gut, zum Beispiel mit Kirk. Interesse an einem kleinen Geschäft? Klar doch. Was gibt's denn? Was hast du anzubieten? Oh, ich sehe, ich habe deine Neugier geweckt, was? Ich kann dir sagen, wie du an einen der Tempelschlüssel von Mor'Azul kommst. Und weiter? Nun, das kostet dich eine Kleinigkeit. Wie viel? 500 Goldstücke. Ja, die können wir entbehren, das ist jetzt nicht so tragisch. Was macht ein Söldner in Mor'Azul? Geschäfte, was sonst? Du bist doch auch hier, um abzusahnen, oder etwa nicht? Wo ist der Tempelschlüssel? Hast du das Gold? Vielleicht soll ich dir die Finger abhacken, wenn du es mir nicht sagst. Ja, hier. Gut, also, der Tempelschlüssel ist draußen vor der Stadt. Wüstenräuber haben ihn. Sie haben ihn bei einem Überfall erbeutet und suchen nun einen Käufer. Weißt du, wo die Räuber sind? Ja, wenn du willst, führe ich dich hin. Das tun wir gleich, meine Freunde. Das Doofe ist, sie weiß natürlich schon, was passiert oder was dort ist. Wir reden erst nochmal mit Hector, dem Chef hier in der Herberge, der genauso wenig assassinisch aussieht wie Kirk selber. Was willst du trinken? Oder bist du schon pleite? Wie meinst du das? Mor'Azul ist ein teures Pflaster. Wenn du hier kein Gold hast, bist du schnell aufgeschmissen. Du siehst nicht aus wie ein Assassine. Das liegt wohl daran, dass ich aus Myrtana komme. Wie kann ich hier Gold machen? Du kannst natürlich versuchen, mit den Händlern ein paar Geschäfte zu machen. Ich denke jedoch, die Arena ist eher ein Ort für dich. Hey, vielleicht sollte ich auf dich setzen. Mal sehen, ich denke, ein paar Münzen kann ich riskieren. Sonst noch was? Naja, und wenn du wirklich ganz dringend Gold brauchst, kann ich dir was vorstrecken. Tatsächlich? Wie viel? Naja, für dich sagen wir 1000. Da gibst du mir aber noch 400 mehr zurück. Ist jetzt nicht so das Problem mit dem Gold. Ist aber schon mal gut zu wissen, Hector wird auf uns bieten. Das heißt, eventuell könnte dann, wenn wir Champion von Mor'Azul geworden sind, dann hier irgendwas für uns rausspringen. Ich weiß es nicht genau, aber könnte sein. So, dann wollen wir mal mit Kirk zusammen die Wüstenräuber besuchen gehen. Führe mich zu den Wüstenräubern. Alles klar, folge mir. Ja, ja, das tue ich. Na dann lauf! Idiot. So. Lead the way, Kirk! Komm schon, Captain. Zeig's uns. Ich muss natürlich noch, fällt mir gerade ein, ich wollte ja noch über einige Dinge reden und so ein bisschen erzählen, auch mal wieder aus dem Rollenspiel, was sonst. Werde ich jetzt aber gerade nicht tun, weil ich glaube, die Reise mit Kirk ist jetzt nicht so lang. Das ist auch der einzige Grund, warum ich das jetzt angewählt habe. Ansonsten hätte ich das jetzt nicht gemacht. Wobei, ein bisschen runtergehen müssen wir ja eigentlich. Ich kann ja mal so beginnen. Mor'Azul habe ich ein bisschen näher beschrieben gehabt im Rollenspiel, weil ich mit einem anderen Charakter als Maris, dem Nomaden, dort eine Weile lang zugegen gewesen bin. Und zwar handelte es sich dabei um meine teuerste, meine liebste, Violetta, die Schwarzmagierin. Da muss ich ein bisschen näher ausholen. Meine große Liebe, Violetta, die beste Frau aller Zeiten. Ja, ich habe die wirklich lieb gewonnen. Ich weiß gar nicht, wieso. Ist eigentlich eine blöde Drecksmistböckin gewesen. Ja, da hole ich gleich ein bisschen näher zu aus. Wir kämpfen aber erstmal. So, mein Freund, jetzt hat dein letztes Stündlein geschlagen. Verstehe. Du bist selbst Wüstenräuber, was? Wäre besser, wenn du mir jetzt ganz schnell deine erbeuteten Tempelschlüssel gibst. Woher willst du wissen, dass ich welche habe? Die dämlichen Dinger sind hier einen Haufen Gold wert. Einen habe ich schon erbeutet. Und jemand wie du kommt nicht nach Mor'Azul, um Sklaven zu verkaufen. Ich wette, du hast dir auch schon den einen oder anderen Schlüssel an Land gezogen. Und die werde ich jetzt aus dir herausprügeln. Jetzt bist du da! Nicht wirklich, mein Freund, nicht wirklich. Aber damit zeigt sich das wahre Gesicht von Kirk. Er ist ein verdreckter, mistiger Räuber. So, und ich lasse ihn jetzt erstmal hier ein bisschen separiert von den anderen. Damit ich erstmal ihn fertig machen kann, bevor ihm seine Freunde zur Hilfe kommen. So. Zack, schon mal den beseitigt. Und einmal speichern, bitte. Damit er auch ja nicht wieder aufsteht. Ich werde ihm garantiert keine Dingens zeigen. Keine, wie heißt es denn? Ich komme gerade nicht. Gnade, Mensch. Ja, kommt so selten vor, dass ich das benutze. Dieses Wort, das existiert gar nicht in meinem Wortschatz. Deswegen, ich bin gar nicht auf Gnade gekommen gerade.
So, vielleicht hätte ich, ich weiß nicht, ob Kirk dann vielleicht noch irgendwie um Gnade winselt oder sowas, aber ist vielleicht besser so, dass ich ihn gleich umgebracht habe. So. Dann räumen wir hier mal ein bisschen auf. Und den hier drüben noch. Vielleicht versteht man da auch, warum ich damals mich sehr dafür eingesetzt habe, dass bei den Nomaden der Rang Wüstenräuber nicht mehr vorkommt. Denn mit denen haben wir nichts zu tun gehabt hier, mit den Typen. So, da wir das jetzt geschafft haben, kann ich ja mal von Violetta erzählen. Tempelschlüssel, yeah! Violetta ist eine Schwarzmagerin. Und zwar ist sie im Kastell des Zirkus und Xardas ausgebildet worden. Und ursprünglich war sie mal eine Sklavin, und zwar eine Lustsklavin. Es war so mit ihr, ist eigentlich eine traurige Geschichte. Sie ist in Ishtar groß geworden, als einzige Tochter von Immigranten, die halt nach Varant gekommen sind, von irgendwoher. Sie weiß es nicht wirklich, woher. Und gut, hier scheint es nichts zu geben. Ich guck mal kurz wegen Fleisch und so am Feuer. Und sie hat bis zu ihrem 9. Lebensjahr ein behütetes Leben geführt, bis ihrem Vater, der bei Bauarbeiten halt immer mitgewirkt hat, als einfacher Arbeiter, bis er von einem Dachziegel erschlagen wurde. Ja, blöd gelaufen. Auch kein allzu ehrvoller Tod, muss ich sagen. Damit war das Problem, der Ernährer der Familie war weg und Violetta und ihre Mutter sind in Armut versunken und das ging so weit, dass sie am Ende versklavt wurden. Die beiden wurden getrennt, Violetta hat ab dem Punkt ihre Mutter auch nie wieder gesehen. Und sie selbst wurde von einem reichen Sack, also sie war halt 9 oder 10 Jahre alt gewesen, so in der Drehe dann. Je nachdem, wie lange die Phase der Armut halt angehalten hat, was weiß ich, das habe ich dann nicht so exakt dann gemacht. Und sie wurde von einem reichen Händler gekauft als Lustsklavin. Und der war halt ein bisschen pädophil gewesen und hat sich immer an ihr vergangen und dadurch ist sie in einer sehr verstörenden Welt dann wirklich groß geworden und das hat ihre Seele sehr, sehr hart zerrissen im Prinzip. Und irgendwann, ich glaube, als sie so 18 war oder sowas oder dann auf die 20 zuging, ist sie einfach zu alt gewesen, um dem fetten Drecksack noch irgendwie gefallen zu können und daraufhin hat er sie verkauft und Violetta landete auf dem Sklavenmarkt von Morhasul, deswegen renne ich jetzt mal kurz hier rüber. An die falsche Stelle natürlich. Und zwar in eben diesem Käfig hier, auf den ich jetzt mich mal drauf begebe. Da war sie drin. Und sie wurde befreit vom Schwarzmagier Charon, Rollenspieler natürlich. Und der hat sie mit nach Bakaresh genommen. Und direkt bei Bakaresh war ja das Kastell. Dort hat sie sich dann hinbegeben. Ist mit der Magie Belias in Berührung gekommen. Wurde von den Schwarzmagiern in den rudimentären Künsten sozusagen ausgebildet in die einfachsten Sachen. Also sie konnte dann einen Skelettgoblin beschwören und solche Sachen. Und allein diese einfachen Sachen, die sie konnte, ich will mal kurz hier noch mit dem Händler reden, ob der vielleicht irgendwas für uns hat, die haben ihr schon gereicht. Sie ist halt, sie hat ihre Freiheit gewonnen dadurch. Also Charon hat sie nicht irgendwie als Sklavin für sich geholt, sondern er hat sie freigelassen. Und damit hat sie seit Ewigkeiten mal wieder die Freiheit gehabt. Allerdings war ihre Seele schon so korrumpiert gewesen von dieser ganzen Zeit, also von der Düsternis sozusagen, dass sie selbst, nicht gerade... Warum wächst du mich? Ich will bloß gucken, da bist du doch, Hector. Nee, mit dir kann ich nichts besprechen. Dass ihre Seele sehr, sehr düster geworden ist. Und sie war da nur noch auf ihren Vorteil bedacht und hat alles, ihren Körper eingesetzt, ihre Fähigkeiten als Schwarzmagerin, hat Leute über den Jordan gehen lassen, hat irgendwelche Leute ausgeraubt, indem sie die halt verführt hat erst, dann mit ihnen in ihre Wohnung gegangen ist und sie dann fertig gemacht hat, so ungefähr. Und hat sich dadurch unglaublich bereichert und irgendwann ist sie dann mal nach Morhasul gekommen. So. Warum hast du mich geweckt? Oh, Ilya, hallo. Ich wollte gar nicht mit dir reden. Ich wollte eigentlich... Wir müssen ja die Feuerkelche uns schnappen. So, Ilya pennt wieder. Dann schleichen wir mal. Wir müssen uns ja die Feuerkelche schnappen. Ich rede mal ein bisschen leiser. So. Und im Fuß steckt das Ding drin. Ich meine nicht Feuerkelch, Seelenkelch meine ich natürlich. So, da haben wir den schon mal, den ersten.